Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Elex 2. Ja, als ihr nicht da wart und ich hier alleine spielen musste, habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt wegen Waffen verbessern. Ohne Witz, entweder bin ich zu blöd, aber ich finde nirgends, wo man Waffen verbessern kann. Aber ich habe gesehen, man kann Fernkampfwaffen auch verbessern, das geht tatsächlich. Du brauchst dreimal die gleiche Waffe, um sie zu verbessern. Eigentlich bei so gut wie allen. Das heißt, wir dürfen die ab sofort nicht mehr verkaufen, ey. Das ist natürlich echt Panne. Ich konnte witzigerweise den Bogen verbessern zu einem Jagdbogen. Den beschädigten Jagdbogen, den normalen Jagdbogen. Das habe ich natürlich jetzt offscreen gemacht. Das ist jetzt nicht die Welt, was ich hier solo gemacht habe. Und habe nach so Waffenbecken geguckt, aber kein einziges. Entweder ich bin bescheuert oder... Keine Ahnung. Wir speichern kurz ab und gehen jetzt zu Astrid. Weil bei Astrid... Ne? Soll's abgehen. Hi! Willst du ein paar Tiere heute loswerden? Was es auch ist, sei mir willkommen. Ja. Kannst du das beibringen? Kannst du mir was beibringen? Warum nicht? Es kann nicht schaden, wenn ich mein Wissen über die Jagd teile. Außerdem stelle ich so vielleicht sicher, dass du mir und niemand anderem deine Felle verkaufst. Ja, natürlich. Bring ein bisschen Zeit und Splitter mit. Bring was bei. Komischerweise Nahkampf nicht, nee, aber hier Fernkampfwaffen. Wird den Schaden um 10 Punkten, das finde ich eigentlich ganz geil. Wie viel Lernpunkte haben wir noch? 2. 6. Sinn, du kannst Gefahren das Spiel und du wirst seltener überrascht. Deine Kampfwerte sind, wenn du ohne Gefährten unterwegs bist, verbessern sich deine Kampfwerte. Krass! Handwerk, Tiertrophäen! Das nehme ich, danke. Würde es gerade am liebsten nochmal machen und weißt du was, das machen wir noch. Weil das ist so unsere Geldquelle. Und mit Geld können wir Elex-Tränke kaufen. Und mit Elex-Tränke können wir wieder Attribute verbessern. Also, ne? Danke. Darf ich die nehmen? Danke. So. Gib mir das da. Wir sind pleite. Du kannst besondere Trophäen erbeuten. Bin ich mal wegen der Tierhäute. Wegen der Tierhäute. Ich nehme dir normales und schweres Leder ab. Und ich zahle dir mehr als sonst irgendjemand. Also, hast du was dabei? Habe ich was dabei? Hier. Danke. Geil. Danke. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Okay, wir müssen Leder besorgen für die. Aber wir merken uns die erstmal. Bevor jetzt irgendwas ist, merke ich die mir mit. Markieren. Nee. Marker setzen. Bei der kann man Tier heute verkaufen. Wie mache ich das am besten? Gibt es hier so ein Händlerzeichen? Ich mache jetzt mal einen Stern, weil die so toll ist. Hier soll ein Unhold Probleme machen. Weißt du was darüber? Ja, aber das Problem sind die Berserker. Sein Fehler ist lediglich, dass er existiert. Nach allem, was ich gehört habe, gab es Tote. Hätte man ihn in Ruhe gelassen, wäre es nie so weit gekommen. Ich bin mir sicher, er wäre weitergezogen. Stattdessen hat man ihm Frischfleisch geliefert. Und nun ist er auf den Geschmack gekommen. Du glaubst also, er wird bleiben? Ja, zumal die Berserker ihn verwundet haben. Der macht keine großen Sprünge mehr. Ja. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Bei diesem Unterfangen? Ich verzichte. Ich erlege nur, was ich muss. Nie aus niederen Motiven. Dir rate ich aber, die Zeit über sein Schicksal entscheiden zu lassen. Keine Belohnung ist es wert, dafür zu sterben. Außerdem lässt er mich bisher in Ruhe. Sitzt meistens friedlich im Teich hinter meiner Hütte und kuriert seine Wunden. Ich würde es begrüßen, wenn es dabei bleibt. Aber wenn es gar nicht anders geht, werde ich dir nicht im Weg stehen. Es ist eine Sache, für ein Untier Partei zu ergreifen. Die andere ist es, sich die Gegenseite zum Feind zu machen. Ja. Kann ich bei dir auch etwas kaufen? Nicht wirklich. Aber als ich vor einiger Zeit zum Vorgegangen bin, ist mir so ein Kerl aufgefallen. Er war gerade damit beschäftigt, einen kleinen Verschlag aufzustellen. Wenn mich nicht alles täuscht, hatte er auch einige Bündel dabei.
Würde mich nicht wundern, wenn darin Zeug zum Handeln war. Okay. Wir speichern ab. Danke für die Infos. Alter. Richtige Metzgerin. Speichern ab. Astrid, hör auf wegzulaufen. Warum hast du mir damals das Leben gerettet und gehst mir jetzt aus dem Weg? Ohne dich wäre ich verblutet. Jetzt ist es nicht anders. Nur blutet mir das Herz. Komm zu mir zurück. Mir gefällt es nicht, dass du dich mit den Bergsackern gemein machst. Die sind kein Umgang für dich. Zwing mich nicht, deutlicher zu werden. Rocco. Okay. Erstmal beklauen. Nice. Pfeile kann ich tatsächlich gebrauchen. Sonst ist sie nichts mehr. Meine Sonnenbrille erspäht nichts. Lalala, ich hab dich nicht beklaut, wenn du das denkst. Das ist alles all inclusive. Geht's ja auch irgendwo rein. Ja. Hier wird nicht rumgeschlichen. Doch. Ich bin knapp bei Kasse, Mann. Du hast dich arm gemacht. So, hier ist alles geklaut. Jetzt werde ich noch hier übernächtigen. Schön. Dann können wir gestärkt in den nächsten Tag gehen. Ach. Warum mache ich für Dawkins diesen Mist? Ah, ich habe ja keine andere Wahl, wenn ich nicht elendig verrecken will. Wir speichern. Der scheiß Unhold, Mann. Ich will eigentlich keinen fetten Unhold besiegen. Wie viele Pfeile haben wir noch? 40, ja, das speichern wir. Echt? Und du, das ist für dich okay, wenn der da rumgammelt? Ich weiß nicht, ob wir den schaffen, wenn ich ehrlich bin. Der kommt mir ein bisschen zu stark vor. Nicht hängen. Okay, der macht ja nicht viel, muss man tatsächlich sagen. Wir speichern mal ab. Mein Kopf. Kann ich jetzt mal ihren scheiß Hornwolf töten? Echt geht den scheiß Hornwolf gestorben. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Kannst du jetzt mal töten? Danke, Alter. Jetzt helf mir mal deinem Scheiß hier. Okay, der Trottel. Der hat viel zu viel Leben, da bin ich ja ewig dran. Weißt du was? Das lass mal. Bis wir den tot haben mit der Waffe, ich mach den Schaden. Machst du doch keinen Spaß, Alter. Das Zeug hier nehme ich gern mit, aber. Außer die macht jetzt so einen Damage. Weißt du was? Komm, lass uns abziehen. Das ist viel zu unmöglich gegen den aktuell noch.
Wobei ich denke, mit Dings. Danke übrigens. Mit Dings würden wir das wahrscheinlich sogar noch schaffen. Mit, wie heißt das? Warum macht unsere Waffe eigentlich so unglaublich viel Schaden? Geil! Nicht mal einen Raptor können wir besiegen, ohne dass der vorne ist. Nein! Geh weg! Oh, guck mal. Weg. So. Wenn die schon gegen ihn kämpft, dann kann ich ja wenigstens Zeug holen. Nee. Nee, nee. Da sind wir eineinhalb Stunden beschäftigt, um den zu töten. So, die Frage ist, was wir stattdessen machen könnten. Noch zu den Outlaws. Andere, die habe ich ehrlich gesagt nicht. Da unten ist wieder... Kennt ihr noch die Insel? Ja, ich würde sagen, wir gehen zu den stinkenden Outlaws. Ich habe keinen Teleporter dort geholt. Oh mein Gott, Mann. Muss speichern ab. Da ist so ein Scheiß wie. Ich guck mal, den Pest greift ja nichts genommen. Alter. Helf mir! Bin ich bescheuert oder macht die Waffe? Haben wir eine falsche Waffe equipped oder was? Nee. Aber irgendwie macht die null Damage. Die macht ja noch weniger Damage als das alte Schwert. Wow. Zwei Stärke, da können wir das tragen. Dann machen wir das lieber so. Ist ja zu kotzen aktuell. Wow. Noch sechs Stärke, da können wir das tragen. Machen wir lieber so, oder? Boah, hier haben wir auch eine Legendary-Waffe mit 65 Damage und Giftschaden. Dann nehmen wir erstmal die. So, das wurde jetzt auch mal Zeit. Ich kann jetzt nicht so rumgeizen mit den Attributen. Sonst sind wir ja noch ewig lang One-Hit von allen. Ja, One-Hit sowieso, aber dann will ich wenigstens zurück One-Hitten oder wenigstens Ten-Hitten. So. Danke. So, wir gehen zu den Outlaws, gucken uns hier noch ein bisschen um. Dieser Komplex müsste genau nach deinem Geschmack sein, oder? Wie kommst du denn darauf? Ich dachte, du stehst auf abgeranzte Dinge. Auf was spielst du jetzt schon wieder an? Darauf kommst du schon noch, Herzchen. Wegen... Aber nicht wegen Kaya, oder? Ein bisschen heftig. Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Wie komme ich da... Oh, hier komme ich da rein. Mana. Granaten. Was? Drei Granaten einfach so for free? So, eine Zigarette. Ist es ein Kartenstück? Dreckiger Rechnungsbeleg. 1000 für deine Konversion. Rechnung bitte in den nächsten 14 Tagen überweisen. Speere. So, hier gucken wir auch noch kurz rein. Wegen dem dunklen Elix. Ich frage mich, ob wir damit was craften können. Anordnung wichtig. Die letzten Rechnungsbelege und Lieferscheine werden bitte schnellstmöglich in Ordnungsgemäß einsortiert.
Die Revision ist nächste Woche im Haus und prüft alle Unterlagen. Ich möchte nicht noch einmal eine Strafe zahlen müssen, weil die Papiere unsachgemäß eingeordnet wurden. Um die Kassenbücher habe ich mich höchstpersönlich gekümmert. Okay. Treibstoff. Sehr gut. So, da haben wir noch ein bisschen Schrott. Zack. Schrott. Nichts darf unseren Augen... Oh, guck mal, ein Gegner. Da kann ich die neue Waffe testen. Du bist mein Opfer. Ich bin dein Opfer. Danke. Von den Giftschaden mache ich nichts, aber der hat auch 200 XP gegeben, heißt, muss eigentlich echt nur overpowered gewesen sein. Und der Damage war jetzt auch nicht so beeindruckend, aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie stark das Viech wirklich war. Weil 200 XP ist schon nicht schlecht. So, Bolzen, Eisenerz. Ich weiß, es ist jetzt nicht das Interessanteste, wenn ich hier jetzt wieder rumloote, aber... Loot macht Mut. Alter, geht da doch mal rein! Energiezellen. Mana-Trank. Rang des Kriegers, das ist plus eine Stärke, Raketen. Thermoflasche. Den gibt es aber relativ häufig eigentlich, oder? Es wird uns einiges erleichtern. Und dann im späteren Spielverlauf, wenn es dann wirklich um ein paar Stärkepunkte geht und da ein Stärke dann 10 Attributspunkte oder so kostet, dann werde ich die nutzen und glücklich darüber sein. Oh Gott, das will ich nicht töten. Das ignorieren wir rennen vorbei. Ah, schön. Nee, wir gehen. Eines muss ich Baxter lassen. Ausgerechnet im Krater seine Zelte aufzuschlagen, zeugt von Mut oder ausgemachter Dummheit. Kaum eine Möglichkeit zur Flucht, aber bevor es diesen Sack erwischt, kann er sich auf eine Mauer von Idioten verlassen, die jederzeit ihren Arsch für ihn hinhalten. Wow. Wir haben sie gewonnen. Stimmt, du wolltest doch mit Baxter reden, oder nicht? Hier. Jetzt sieh dir dieses Rattennest an. Beschissenes Fressen, beschissene Gesellschaft, beschissene Bescheißer. Sollen wir umdrehen? Quatsch, ist doch nett hier. Aus dir kann man einfach nicht schlau werden. Oh Mann. Baxter also. Hast du dir das gut überlegt? Ja, sicher. Was glaubst du wohl, wozu ich dich brauche? Wenn mir der Kerl an die Wäsche will... Du brauchst keinen Leibwächter, du kannst dich sehr gut selbst verteidigen. Das ist nicht der Punkt, du Vollpfosten. Und das weißt du auch. Ohne dich käme ich nicht einmal an seinen Wachen vorbei, ohne dass es in eine Schlägerei ausarten würde. Was genau willst du ihm denn sagen? Das ist meine Sache und hör auf, danach zu fragen. Tu es einfach! Bring mich zu Baxter. Bring mich zum Duke von Ateris und du wirst schon sehen, wie die Sache läuft. Okay, okay. Audienz bei den Outlaws. Ja, da sind wir ja gerade. Wir haben eine Legendary-Waffe. Darüber bin ich eigentlich ganz glücklich. Gefährten. Auf der Karte markieren. Wir wollten hier E-Quests erledigen, also. Wenn wir nicht zusammenhalten,
Sind wir verloren? Zu viele Ohren. So. Ich habe ja kaum Leute gesehen, außer du, Arschloch. Mit dem wir wirklich Quests bis jetzt machen konnten. Hast du keine Angst, dass dich Baxter einfach aus dem Weg räumt, sobald er dich zu fassen kriegt? Nicht wirklich. Ich bin es nicht, den er erwischen will. Wer war? Baxter war doch sein, ne? Hey, wo willst du hin? Ich will zum Duke. Ist das so? Ist schon gut, Bully. Gedießt. So, du bist also dieser Kerl. Ich hab von dir gehört, aber ich hab gedacht, du wärst größer. Warte, wer war Baxter eigentlich nochmal? Ohne Witz. Du bist Baxter, der Duke von Arteris. Höchstpersönlich und in Farbe. Was machst du hier in meiner Stadt? Man sagt, du hättest vor vielen Jahren das Fort von Tavar regiert. Ja, lange ist's her. Und ich sage dir, noch einmal lasse ich mich nicht von meinem Thron stoßen. Ah, er war der, wo vom anderen... Wenn du hier bist, um Ärger zu machen, dann hast du dich geschnitten, Freundchen. Ist das der Grund, warum du hier draußen anzutreffen bist? Du meinst, warum ich nicht in meiner Halle in der Mitte der Stadt bin? Hector, meine rechte Hand regelt die Dinge der Stadt. Währenddessen kann ich mich hier um wichtigere Dinge kümmern. Und das wäre? Dafür zu sorgen, dass Arschgeigen wie du hier keinen Aufstand anzetteln, zum Beispiel. Du hast einen Strohmann und auf deinen Thron sitzen, Klaus. Ja, das stimmt schon. Du hast einen Strohmann auf deinem Thron sitzen und kauerst hier im Schatten. Reiß die Fresse nicht so weit auf, Freundchen. Ich habe keine Ahnung, was du hier bei uns zu suchen hast. Aber ich kenne dich. Wäre nicht das erste Mal, dass du eine ganze Stadt in Aufruhr versetzt und das Oberhaupt stürzt, nicht wahr, Jax? Das ist zu viel der Ehre. Mit der Machtübernahme der Berserker im Fort hatte ich nichts zu tun. Logan, der damalige Duke von Tavar, hat sich von einer Übermacht von Edan-Kriegern aus seinem eigenen Hauptquartier vertreiben lassen. Tatsächlich? Wie auch immer, ich traue dir nicht. Du bist ein Grenzgänger, ein Außenseiter und hattest nie wirklich einen Anführer, dem du die Treue gehalten hast. Du kennst mich nicht. Vielleicht nicht, vielleicht aber doch. Männer wie du sind gefährlich. Ich werde dich im Auge behalten, Freundchen. Im Auge behalten, ja. Wolltest du nicht mit ihm reden? Hier. Hallo. Was sehen meine müden Augen denn da? Bist du nicht die Zwillingsschwester von diesem Arschloch Logan? Der Kerl, der sich damals mein vorgenommen und mich vertrieben hat wie einen Hund? Ja, leider. Und bevor du fragst, nein, ich hab nichts mehr mit ihm zu tun. Wenn du ihm den Arsch aufreißen willst, bitteschön. Er hängt irgendwo an der Küste von Karakis herum. Tja, Schätzchen, es ist nicht die Frage, wo Logan ist. Das weiß jeder. Die Frage ist, ob man ihn auch zu fassen kriegt, ohne dass er dich zuerst erwischt. Ich habe schon einige gute Männer verloren bei dem Versuch, ihn zu erledigen. Ja, er ist eine harte Sau. In der Tat. Na schön. Wie ich sehe, bist du bei den Morkons untergekrochen. Eine Fanatikerin habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Versuche es und du wirst es bereuen. Dann habe ich keine Verwendung für dich. Zisch ab. Ja. Nasty ist hier um meine Audienz im Auftrag der Morkons. Komm, lass den Scheiß. Ich kann das schon selbst.
Was hab ich denn mit den Morkons zu schaffen, Schätzchen? Es wird nicht lange dauern, bis die Vandalen in dein mieses, kleines Loch hier einfallen und dir deine dreckige Visage einschlagen. Und mit so einem Stück Scheiße verbringst du deine Zeit. Ihr macht mir Spaß, ehrlich. Selten so gelacht. Eigentlich müsste ich euch die Eingeweide rausreißen für diese Frechheit. Aber wisst ihr was, ihr kleinen Scheißer? Ihr seid gestraft genug. Besser ihr bleibt zusammen. Alleine habt ihr keine Chance. Hat ja gut funktioniert. Das mit Baxter lief ja jetzt nicht so gut. Ich hätte ihm die Fresse polieren sollen. Ich weiß ja nicht, was deine Intention war, aber sehr diplomatisch war das jetzt nicht. Das Arschloch ist mir auf die Nerven gegangen. Na, vielleicht solltest du deinen Plan noch einmal überdenken. Ich weiß schon, was ich tue. Ich habe einfach noch nicht gefunden, was ich suche. Wie du meinst. Hast du noch mehr solcher Aktionen geplant? Ja, aber dafür brauche ich noch Zeit zur Vorbereitung. Ich könnte auch immer noch mehr Kampftraining gebrauchen. Okay, dann melde dich einfach, wenn du soweit bist. Darauf kannst du wetten. Oh Mann, aber mit ihr sind sie immer ganz witzig. Und der Typ ist ein Arschloch. Gut zu wissen. Gut, ich würde sagen, jetzt sind wir hier, wir fragen uns mal durch. Vielleicht können wir ein paar Quests übernehmen, XP abgreifen. Wird schon werden. Und Elix finden. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Bleibt gesund. Oh, Energiezellen.